nicht aus. Ja, er brüllt noch einmal laut, es ist mehr tierisch als menschlich. Mein Gegner! Ich möchte wieder umwandeln, diese Runde, zweimal Parade, einmal Tackle. Zweimal. Nee, geht nicht. Du kannst nur Nee, was ich zweimal. vorhin hatte. Okay, dann ist es eine Parade und zwei Zwei Attacken. Attacken, ja. Ja, Aber wenn er mich angreift, der Irre. wen möchtest du Ich möchte parieren? erstmal warte erstmal, was die da machen, ob der mich da irgendwie angreift oder Nee, ich guck nicht. gerade, was Bisra wohl für eine Initiative hat. Steht das hier? Sehe ich nicht. Seine ist höchstwahrscheinlich höher als deine. Echt? Ja, er ist ein meisterlicher Chorgeweihter, also. So. Ach, der ist das. Ja, natürlich, das ist der Chorgeweihte, den ich jetzt angreife. So, Ich dachte, da wären mehr so ich schaue irre, gerade mal egal. nach. Er greift mit dem Schwert dich an und mit der Toll. Axt greift er Idiot. das Tentakelviech an. Wie gesagt, zwei Attacken auf den Krakenmolch. Ja, ich ziehe jetzt einfach den Krakenmolch vor. Der muss nämlich als erstes Ja. handeln. So, sind drei Attacken. Eine 5, die dich trifft. Möchtest du, ja genau, Ich einmal möchte per, den einmal Irren, per. ich möchte den Irren parieren, das Okay, Chorgeweihte. ist glaube ich auch sinnvoll. Dann Ja. kriegst du einmal 12. Oh Gott. Du wirst Oh rangezogen und Gott. Ja. gebissen. Eieiei, ich bin auch gleich am Arsch. Ich hab nicht mehr so viel. Es sei denn, ich durfte letztes Mal generieren. Nee, durftest du nicht. Da musst du ein Dann bin Schippi ich gleich verbrennen. kaputt. Da musst du ein Schippi verbrennen. Ich verbrenne. Ja, noch bin ich ja da. Ja, Also, ich ich sag bin nur, ganz ruhig. also Ja. bist nicht der Erste, der auf diesem Schiff Chippy verbrennt. So, das war einmal der Krakenmolch, dann kannst du handeln. Ja. Mach den Krakenmolch trotzdem weiter fertig. Das ist jetzt mein Kampf, was immer der Irre da will. Ein paar, da habe ich ja Das noch. macht ihn noch wütender. Sein Krakenmolch. Egal, erstmal der, dann der andere. So. Wobei, was hat der nochmal für Waffen? Er greift dich mit dem Schwert an und die andere ist eine Hiebaxt. Okay, dann hau ich halt. Ich habe zwei Attacken, einmal auf ihn, einmal auf den Krakenmolch. Mir reicht der, dass du ihn von der Seite so. Huch, falsch. Ja, er Ja. brüllt auch einmal laut: Blut für den Blutgott! Idiot. Schädel für den Schädelthron! Greif ihn ganz normal an, nicht mit Hammerschlag. Okay, ja, ansonsten bringst du ihn auch um. Das ist ihm egal, aber gut. Ja. Ja, er pariert nicht, dann darfst du Schaden machen. Hätte ich ihn doch Wucht schlagen sollen. Egal. 10 ist schon okay. 10, ja, die nimmt er. Das ist Die nimmt keine. er? Die, ja klar, die nimmt er. Also mit Rüstung, je nachdem. Mach mal Waffe zu, ne? Das ist jetzt wichtig. Vor auf die Brust. Okay. Du siehst, wie deine Axt in seinem Brustkorb steckt. Er hat sich wohl noch sowas wie ein Kürass nach oben geklappt. Kannst noch sowas wie einen roten Panther darauf erkennen oder ja, irgendein Tier eines Chorgeweihten eben. Und mit einem sapschigen Geräusch ziehst du deine Axt aus der Brustplatte hinaus. Er wollte gerade noch einmal nach dir schlagen, was er auch noch ausführt. Das würde er treffen. Du Ich habe noch eine hast noch Parade. eine Parade offen, ja. Dann kannst du seinen ja, kraftlos geführten Schlag parieren und er bricht zusammen, klappt nach hinten. Und dadurch, dass das Wasser knietief ist, ist sein Kopf jetzt auch unter Wasser. Es blubbert noch einmal, ein paar Blasen steigen auf und er liegt in diesem, ja, Unwasserbassin der Arena, der Krakenmolch vor dir. Moment, ich führe noch einmal eine letzte Parade, eine Attacke aus. Ja, er schmeißt seine Handaxt in den Krakenmolch hinein, die dann auch stecken bleibt. Du hast aber noch vier Tentakel über. Ich sag einfach mal, du wirst das schaffen. Wir müssen den weiteren Kampf nicht ausspielen, weil das dann sonst relativ schnell sehr langweilig wird. Mit Hammerschlägen kannst du dich nach und nach durch die Tentakel hindurchpflügen. Mir war jetzt nur Ja. wichtig, wie du jetzt gegen diesen Chorgeweihten Ja, ich habe agierst ihn und was du umgebracht, tust. geil. Ja, also mir ist nur wichtig, was da passiert. Ja. Und dann kannst du diesen Krakenmolch abschlachten. Okay. Ja, dann springen wir nach oben. Die Treppe nach oben aufs Zentraldeck. Wo müssen wir hin? In diesen Turm da hinten, richtig? Ich glaube, lass uns dort mal nachsehen.
Ja. Ragnar, hättet ihr doch die Güte vorzugehen? Man runzelt nur die Stirn. Warum ich? Ich geh vor. Und ihr seid doch der von uns am bewandertsten, was das Voranschleichen und sich umschauen angeht. Und Dijer marschiert einfach los. Alles klar. Oder naja, er ist ja auch, er ist ja auch der angehende Captain, ne? Also er sollte vielleicht vorgehen. Ja, ich sehe dann zu, dass ich hinter Brennigian herkomme. Ja, Ragnar folgt. Schmeißen wir halt die Vorsicht in den Wind. Ja, dann steht hier im Brückenturm. Es handelt sich hierbei um einen Rundturm von etwa 8 Schritt Höhe. Aber das Ende könnt ihr nicht ganz sehen. Von außen hattet ihr das aber abschätzen können. Im Inneren befindet sich ein verquollener Baum. Schadig, einige Rindenstückchen, die scharfkantig abstehen. Und auf der einen Seite ist er wohl, das könnt ihr erkennen, schwarz. Und zwar pechschwarz, genauso wie die wenigen Stämme und Äste, die hier abzweigen, sind dann auch die Blätter gefärbt, bräunlich, wieder natürlich rot, von Blut triefend. Und die andere Seite des Baumes ist ja auch schattig, aber an der Seite sind die Blätter und Äste grün und blühen hier wohl auf. Ja, sommerlich gelb, lindgrün, also sehr beruhigend, möchtet ihr fast sagen. Es hat etwas Chaotisches an sich. Eine kleine Treppe führt nach oben. Hier kann man noch ein paar Blutspuren sehen. Da hat wohl Ragnar noch den Chorgeweihten niedergeschlagen und dann weggezerrt. Und von oben könnt ihr die Präsenz einer boshaften Kreatur spüren. Weiteres Rascheln der Blätter und Flüstern von zwei Frauen. Gehen wir am besten. Je weniger wir uns in diesem verfluchten Turm aufhalten müssen, desto besser. Ja, ein bisschen zögerlich, aber versuchen sich nichts anmerken zu lassen, geht und Dijan einfach vor die Treppe hoch. Mhm. Dann steht hier auf dem Offiziersdeck ein Raum, der ja ausgeschmückt ist. Ihr könnt hier in zahllosen Glasgefäßen einige Zierfische erkennen, Krabben, Seesterne, Meeresschnecken. Ein Tisch, auf dem wohl einige Bücher liegen. Das handelt sich, ja, so verziert wie das ist, wohl um einen Raum eines Kapitäns, was wie ein Steuerraum. Ein Bett, was hier steht und mehrere Türen, die dann nach links und rechts auf das Oberdeck führen. Und hier liegt jemand hinter dem Tisch. Eine Gestalt, gewandet in, ja, ein blaues Gewand. Sonst ist hier nichts, keine zwei Frauen oder so? Nein, der Baum führt weiter nach oben in ein nächstes Geschoss. Hier handelt es sich wohl um ein Zwischengeschoss, was hier eingezogen worden ist. Ja, es geht aber auch noch weiter nach oben. Sinnschärfeprobe, Sicht, Schwert um 7 nur, um hinter den Schreibtisch zu blicken. Geh da einfach mal hin. Seltsam liegende Gestalten haben uns ja bis jetzt noch nichts getan. Doppel 20. Ich bin blind. Nicht geschafft. Ja, du kannst sehen, wie hinter dem Schreibtisch ein zuckendes, windendes Wesen liegt. Aus den Händen, da wo die Handpartien liegen sollten, ragen Tentakel. Und anstatt Haaren trägt dieses Wesen Schlangen. Aber eigentlich ist es Ephadaios. Also Ragnar sieht ihn ja, aber ich nicht. Also ich verlasse mich drauf, was Meridian jetzt sagt. Also wenn du da hingehst und näher kommst, kannst du das auch erkennen, aber die Kreatur oder das Wesen, Gewandung eines Ephadis, hat wohl keine Abzeichen oder sowas gerade drauf, keine Kette. Könnte auch ein normaler Bettler sein, aber ja. Ragnar kann das erkennen. Das ist Ephadaios. Endlich. Du hast ihn lange nicht gesehen. Bin ich mir hundertprozentig sicher? Das ist Ephadaios, ja. Und der liegt da einfach nur? Der liegt da, der ist wohl nicht bei Bewusstsein. Ja, dann lauf ich da mal rein. Ephadaios, geht's dir gut? Ja, und lauf da zu ihm hin und bück mich über ihn. Und schau, was ihm fehlt. Brindijan kriegt währenddessen gar nichts mit und läuft weiter nach oben. Du läufst alleine nach oben, alles klar. Sollen sie mal machen. Brindijan, wartet ihr doch! Brindijan! Was ist denn?
dass ihr noch wartet. Hier ist Ephadaios. Ragnar. Schön, dich zu sehen. Ephadaios, was ist mit dir passiert? Wo? Ephadaios schaut sich um. Ja, Jarlan. Schön, dich zu sehen. Ephadaios, wir dachten schon, wir hätten euch verloren. Ich muss kurz, Dijan haut ab, ich bin gleich bei euch. Und ich dachte, ich hätte dich verloren. Was? Geht's dir gut, Ephadaios? Ich hab mich schon gefragt, wo du abgeblieben bist. Natürlich würdest du eine Arche infiltrieren. Nichts anderes erwartet. Ragnar grinst ein wenig. Ja, genau, infiltrieren. Die genauen Umstände erzähle ich dir, sobald wir Zeit dazu haben. Ephadaios fasst sich an den Bauch. Lässt sich da irgendwas zu. Hilf mir auf, Ragnar. Ja, bitte, wird Folge geleistet. Wie geht es der Knappin von Jarlan, Myria? Ist sie wohl auf? Soweit ich weiß, ja. Wirkt ein wenig, ihre Hand ist ein wenig geschwärzt, aber ansonsten geht es ihr ziemlich gut, ja. Das ist gut zu hören. Mutige Närrin. So. Sehr gut, Ephadaios. Etwas geschwächt, da schaut sich um. Und hat diesen Dolch, den er bekommen hat, findet, steckt er sich den an den Gürtel. Zieht sich seinen, wenn er noch diese, seinen Ifansai-Anzug anhat, zieht er den an der Brust zu, dass er jetzt seine ganze Front zu ist. Oh, kommt noch ein paar Brusthaare raus. Ich glaube, dieses Schiff braucht einen neuen Captain. Ja, und so wie es aussieht, wird das Prendigian sein. Wenn er dann eine der eurer Frauen überzeugen kann. Ich denke, es braucht mehr. Oder es braucht die Seele eines Ferdis, um dieses Schiff zu lenken. Lass uns den anderen folgen. Na dann. Aber ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Aber ja, wie dem auch sei. Folgen wir den anderen. Dijan, so bleib doch stehen, um Himmels Willen! Was ist denn? Wir müssen hier hoch. Ragnar und Ephadaios sitzen nach unten. Was? Wollt ihr denn einfach alleine hier reinrennen? Was ist, wenn hier, weiß nicht, noch einer von diesen seltsamen Dingern sitzt? Ja, das erwarten wir doch. Deswegen sind wir doch hier. Zwölf Götterknechte. Ihr seid ja also bereit, euer Leben hinzugeben. Kranos Namen, wer spricht da? Mit einer Gänsehaut kannst du die letzten paar Stufen gemeinsam mit Brindigian nach oben gehen und siehst, wie sich hier der Baum nach oben gabelt. Die eine Seite pechschwarz, bluttriefende Blätter, die andere Seite grün. Du kannst zwei Menschen in dem Baum, in dem Stamm erkennen, die hier wohl eingewachsen sind. Ziemlich dünne Blätter. Es handelt sich dabei um Frauen. Nackte Brüste, die dir entgegenblitzen. Leicht mit dem Holz verwachsen. Ebenso schuppig. Oder, ja, verholzt. Aber frühermals vielleicht dunkelhaarige Schönheiten, schwarze Lippen. Teilweise haben sie wohl auch noch Fleisch an sich, aber sie sehen widerlich aus. Jetzt, wo die Unwasseradern gemeinsam mit dem Körper verschmolzen sind, auf der Oberseite ihrer Haut pochen. Eine der Frauen in unsäglichen Schmerzen hängt sie mehr, als dass sie dort steht, und die andere umso stolzer blickt sie euch entgegen. Nur zwei Wege bleiben euch hier. Tod durch meine Wurzeln. Und der andere? Mich zu beherrschen werdet ihr nicht schaffen. Dafür seid ihr zu schwach. Aber auch um die Arche zu vernichten. Seht euch doch an. Bereits einmal gestorben. 12 Götterknechte. Niemand stirbt hier heute.
Ich sehe in euren Augen, dass keiner von euch Feiglingen die Kühnheit zu besitzt, sich auf ein Handeln mit der Herzogin einzulassen, um Macht über das Schiff zu gewinnen. Armselige Alvarans-Jünger, ihr seid verloren. Es dauert nicht mehr lang und die Arche wird sich erholen. Wir sind noch nicht verloren. Ja, wird bleich und tritt einen Schritt zurück erstmal. So, Schluss mit dem Gefase, ihr beiden. Ich nehme an, ihr seid die Steuerfrauen? Wir sind es. Der andere schwache Kopf des, es handelt sich dabei wohl um Zwillinge, neigt sich leicht, erhebt sich. Wir sind es gemeinsam. Verschmolzen. In einem unheiligen Ritual. Xeleste! Schön. Ich bin Perainer. Brianne. Dann kann ich euch in einem Punkt recht geben. Wir werden uns auf keinen Handel einlassen. Und dann packe ich bzw. schlage das schwarze Schwert, das Tuch weg und sage, denn ihr gehorcht habt jetzt mir, denn ich bin jetzt euer Kapitän. Du siehst, wie sie sich anfunkelt. Die etwas stolzere von den beiden funkelt dich an. Auf der anderen Seite, Piraniane, liegt eher ein Lächeln im Gesicht. Brindisian, sollten wir nicht auf seine Gnaden warten? Jalan, Geschichtswissenprobe. Erschwert um 3 Punkte. Weiß, dass ich das nicht kann. Alle anderen, wenn sie möchten, eine Geschichtswissenprobe erschwert um 10. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Ich blicke mal die Treppe runter, wenn Brindisian hier so sich damit unterhält und schau mal, wo er nahe ausbleibt. Der gerade im Arm von Ragnar, Schulter überall rübergelegt, humpelt dann nach oben. Ah, euer Gnaden, ich glaube, ihr solltet euch das anhören. Oder ansehen. Ist eine der beiden Frauen diejenige, die ich gesehen habe? Nein. Du kannst das Schwert nicht kontrollieren. Das lass mal meine Sorge sein. Ihr und gehorcht jetzt auf jeden Fall meinem Befehl. Nicht einmal traust du dich, es zu berühren. Es zu berühren. Nein, Brindigian, fass es nicht an. Eckern Myria. Evadarius, schön dich zu sehen. Keine Sorge, ich werde es nicht anfassen. Nun. Man muss dieses Schwert unter seine Kontrolle zwingen, heißt es. Anders werden dir diese Kreaturen dort nicht zuhören. Die Homeria sind aus ihren Hibernatoren erwacht. Und sie werden nach oben stürmen. Und dann sterbt ihr hier. Wir haben mehr Männer an Bord als ihr, eure seltsamen Krabbenungeheuer. Ihr macht mir keine Angst. Und meinen Gefährten auch nicht. Ich werde mal zu dieser etwas arroganteren von den beiden gehen. Und ja, also das Schwert ist ja an der Klinge aufgeschlagen, also offen. Und da werde ich ihr jetzt mal die Spitze an die Kehle setzen und sagen, dann ruf sie wieder zurück. Niemals! Glaubst du, mein Tod bedeutet mir etwas? Tu's. Glaubst du, er bedeutet mir etwas? Stoß ihr das Schwert durch die Kehle und wir vergehen. Nein, Benicia, nein. Denk an die ganzen Seelen auf diesem Schiff. Wenn du sie tötest, dann wird die Arche sinken. Erlöse uns von unserem Leid. Hör nicht auf sie, Brindigian. Ihr Leid ist... Ich denke, es ist... Ihr habt keine notwendig. Chance ohne uns. Ihr sitzt in der blutigen See fest. Ihr werdet sterben im Strudel. Eure Seelen fahren direkt zur Herzogin. In die Niederhöllen. Lass dich auf keine Spielchen mit ihnen einbrindigieren. Ich drücke so ganz sachte das Schwert zu, dass vielleicht, keine Ahnung, bei einem Menschen so ein erster Blutstropfen rauskommen würde. Und ja, dann sage ich, ihr ruft jetzt die Homeria zurück und danach werde ich euch weitere Anweisungen geben, wo wir als nächstes hinfahren. Das Blut rinnt an dem Endurium entlang. Wie in Zeitlupe. Rinnt herab an der
in der Mitte des Schwertes, wo eine kleine Blutrille geschaffen worden ist. Und du spürst, wie etwas unangenehm zieht in deiner Hand, die Wirbelsäule hinauf. Du fühlst dich alt. Aber das hämische Grinsen und Lächeln von Xyleste verschwindet. Ich versuche, dem Stand zu halten und, ja, keine Miene zu verziehen. Du spürst, wie Schwärze durch deinen Körper wallt. Ich werde den Angriff abbrechen. Nimm das Schwert weg. Ja, ich nehm's weg. Also gut. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir befehlen, ihr gehorcht. Und wie genau werden wir euch sagen, wenn es an der Zeit ist? Das soll nicht in eurem Interesse liegen. Galan klopft Brindilia nochmal auf die Schulter. Jumeria! Mit dem verhandelt. Ich werde mich nur ganz kurz unten oder hier ein wenig hinsetzen. Bis nur einen Moment und die Augen kurz zumachen. Ihr könnt, wenn ihr hier über die Brüstung hinüberschaut, dort, wo der, ja, wo das Geländer endet und der Baum dann weiter nach oben wächst und wuchert, könnt ihr jetzt wohl hören, wie unten auf dem Oberdeck sich Menschen bewegen und in sowas wie eine Formation gehen, aber nicht so sehr geschickt. Wenn ihr euch einmal dort an den Rand begebt und nach unten schaut, zu prüfen, was dort passiert, könnt ihr auch sehen, wie jemand nach oben brüllt. Homeria! Sie haben sich bewegt! Sie scheinen irgendwas gemacht zu haben. Ja, ich sag's mal, Janan, jetzt nicht hier einschlafen. Ephadaios, hilf mir, ihn runterzubringen. Ragnar, hilf du ihm. Ich werde auf diesen Stamm hier einreden. Ich habe mich damit aus, Holz zu bearbeiten. Okay, aber die haben doch schon gesagt, dass sie uns jetzt Folge leisten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, sie hat unseren Befehl nicht verstanden. Nicht nur uns sollen die Homeria nicht angreifen, sondern auch alle anderen von unseren Leuten. Die Menschen auf diesem Schiff sind nicht zu verletzen. Hast du das verstanden, Holzweib? Und er fährt aus Haut gegen den Stamm. Ja, sie verzieht sich so ein bisschen durch den Stamm auf die andere Seite, als ob sie durch das Holz sich bewegen kann, taucht auf der anderen Seite wieder auf und zuckt unter deinen Händen zurück. Ich habe sie bereits zurückgerufen. Gut. Hier tut niemand etwas, was ich euch nicht sage. Und dann drehe ich mich um und versuche mit Ragnar und Ephadaios Yala nach unten zu kriegen. Das gelingt. Ihr braucht ein bisschen, könnt an der seltsamen Offizierskabine, auf der Ephadaios wohl aufgetaucht ist, weiter nach unten gehen und steht dann wieder im Brückenturm im Erdgeschoss. Also dahin, wo es zum Zentral- und Oberdeck geht. Ja, hier, wie gesagt, die Leichen aufgebahrt vor einiger Zeit, also während ihr euch ausgeruht hattet, die Wasserleichen, die irgendwo herumlagen, die Homeria, die erschlagen und geknackt hattet, an denen Ragnar sich auch das Fleisch noch genommen hatte, um für euch leckeres Sushi zu machen, die erschlagenen Elitekämpfer der Krikonia, die Torwaler, die ihr besiegt hattet, und den verwesenen, verrottenden Leichnam von Rodgar, dem gefallenen Priester. Ja, hier die anderen Söldner, Seemänner, alles, was ihr noch aus der Stadt hattet, stehen verängstigt auf dem Oberdeck und bewachen die Treppe. Zusammen mit dem Ritter. Sie haben sich bewegt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie stürmten nach oben mit ihren Panzern und haben sich die helle Bahn genommen. Und dann blieben sie stehen und haben wieder umgedreht. Ach, keine Angst. Die Steuerfrauen. Ja, haben wir sie überwältigt? Nun... Sie haben den Angriff zurückgerufen. Wir bedrohen sie. Sie befinden sich hier oben im... Nun, wie soll man es nennen? Ihr seid wieder da. Ja, Haus. Gut. Ja. Habt ihr Fiona gefunden? Die große Torwartin. Ja. Derweil unten in der Arena.
Ja, Fiona wischt sich noch ein bisschen Schleim von den Tentakeln aus dem Gesicht und kann dann, wenn sie mag, noch den Kopf von Bisraful aus dem Wasser ziehen, zerren. Je nach Belieben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich würde mal gucken, wie es ihm denn so geht. Ist er wirklich jetzt über die Wupper oder noch nicht? Er ist nicht tot, aber am Rande des, ja, also du spürst wohl schon den Schlag von Golgari auch im Inneren dieser Arena. Aber wenn du ihn dir ansiehst, er ist nicht unter null Lebenspunkt. Kann ich meine Götter und Kulte wissen? Ich weiß das Ote nicht, ob ich weiß, dass Chorgeweihte, also wie die zum Tod stehen, wenn sie gekämpft haben? Oder ja, weiß ich das einfach nicht? Götter und Kulte. Okay. Keine Ahnung. ja, keine Ahnung. Ja. Ich nehme den Kopf mal ein bisschen hoch und tätschle ihn mal so ein bisschen, gib mal so leichte Ohrfeigen, so links, rechts. Ey du, wach auf. Spuckt ein bisschen Wasser, weiteres Blut, was aus seiner Wunde rausrinnt, grinst er dich an. So werde ich nur noch stärker. Hä? Guck ihn an. Guter Schlag. Genau das, was ich brauchte. Wieso hast du mich angegriffen, du Idiot? Ich hätte dich fast umgebracht. Wer bist du überhaupt? Ich bin Bisrabul. Er spuckt Blut. Blutschluck. Aha, das war und? Das war mein Krakenmolch. Offensichtlich nicht. Du lagst im Wasser, ich habe ihn umgebracht. Dann werde ich dich, wenn es mir wieder besser geht, fordern. Ich habe kein Interesse daran, gegen dich zu kämpfen. Ich hätte dich auch einfach absaufen lassen können. Also zeig mir etwas Dankbarkeit. Verstehe mich nicht falsch. Das ist Dankbarkeit. Ihr habt eine seltsame Art, Dankbarkeit auszudrücken. Bei uns sagt es etwas anders. Aber nun gut. Ich lasse ihn einfach wieder zurückfallen und steh auf. Ja, gut, dann platscht er wieder zurück auf den ins Wasser der Arena. Also jeder normale Mensch würde jetzt hier sterben. Vielleicht wäre auch jeder normale Mensch schon ertrunken, während du dich in den, ich sag mal, 10, 20 Sekunden durch dieses Monster gekämpft hast. Aber er hat es wohl überlebt. Die Götter haben vielleicht noch was mit ihm vor. Und ja, er scheint auch wohl das dir nicht zu krumm zu nehmen. Er kommt dann mit dem Kopf wieder aus dem Wasser raus, fängt dann an zu lachen und zu prusten und du kannst dann mit schleimtriefenden Äxten die Arena wieder verlassen. Ich würde die noch versuchen, da zu waschen in dem, also zumindest an dem Wasser, was ich da hatte, wenn das denn geht. Ja, nochmal umdrehen und gucken, ob er, also was mit ihm ist. Ob er jetzt da im Wasser liegen geblieben ist oder nicht. Ja, du merkst wohl, wie er sich sein Bein hält. Da ist wohl sowas wie eine Axt abgebrochen, die er sich eigentlich in der Schiene machen wollte. Und scheint wohl gerade sehr ärgerlich zu sein, dass er eine neue Axt braucht. Und solltest du mich das nächste Mal angreifen, dann bringe ich dich um. Gut, wenn du es schaffst. Dann danke ich. Ja, nach etwa, ich sag mal, 2 Minuten des Herumstromerns kannst du wohl erkennen, ja, du gehst an krakonischen Priestern vorbei, das sind die, die du erschlagen hattest. Die haben die Menschen wohl auch sauber gemacht, also die Leichname wurden entfernt. Die Gänge, die zugewachsen waren, das hattest du noch kurz mitbekommen, sind wieder geöffnet. Aber du kannst es weiter puckern hören, also das Herz ist wohl immer noch am Arbeiten. Die Treppe nach oben bist du noch nicht gegangen und wenn du mal so nach oben lugst, kannst du von da auch menschliche Stimmen hören, vertraute menschliche Stimmen und wenn du dann dahin guckst, kannst du auch ein paar bekannte Gesichter erkennen, valusianische Stadtwache, die hier oben steht und wenn sie dich sehen, sind sie wohl erstmal ein bisschen erleichtert. Oh, ihr seid die Torwallerin. Kommt nach oben, aber seid vorsichtig. Lauft die Treppe nach oben.